ist das jetzt die beste Methode, um Notstrom aus der Kiste rauszubringen und in die Hausverteilung einzuspeisen. Die genaue Einspeisung gehen wir heute durch. Ich gehe auf ein paar Kleinigkeiten, auf ein paar Fehler ein und dann zeige ich euch mal, wie gut das Ding mit der Einspeisung einphasig wirklich funktioniert. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Ich habe da einen Duspol und möchte den Fehlerstrom-Schutzschalter auslösen lassen, dass man schon mal sieht, dass die Sicherheitsmechanismen, die da vorgesehen haben, dafür, dass die greifen. Aus der Kiste kommt das IT-Netz raus. Ich habe das natürlich umstrukturiert, mit einmal einspeisen aufs TN-Netz. Das heißt, ich habe da ganz klar definiert, wo es der Außenleiter ist, wo es der Neutralleiter ist. Und wenn ich dann einen Außenleiter auf die Steckdosen laufen lasse, fliegt der Effi. Das greift. Diese Bluetti AC500 und den Batteriepack B300S habe ich im folgenden Video schon mal vorgestellt. Wer sich jetzt nur für die Maschine interessiert, soll sich bitte dieses Video auch anschauen. Ich verlinke es auch unten in der Videobeschreibung einmal, dann kann man sich über dieses Gerät informieren. Ich habe damals schon erklärt, was mir super gut gefallen hat. Ich habe das zu dem Zeitpunkt, wo ich es vorgestellt habe, gar nicht gewusst. Da haben 5 Steckdosen ausgeschaut, hat es wie 6. Bei der 6. habe ich nachgeschaut, haben sie endlich die Möglichkeit, 32 Ampere über diesen Adapter direkt in ein Kabel rein rauszubringen. Das ist jetzt natürlich eine super Möglichkeit, mit dem Kabel raus über diese Notstrom-Einspeise-Vorrichtung, nenne ich es jetzt einmal, den Umschalter. Da habe ich mittlerweile auch eine andere Version eingebaut. Ich erkläre euch aber auch gleich, warum ich das Ganze gemacht habe. Das ist jetzt nur eine kleine Unterverteilung, nichts Besonderes. Wir haben einmal die Netzzuleitung. In dem Fall haben wir jetzt nur 2 Abgänge. Das ist einmal Licht in dieser Halle, einmal Licht und Steckdosen in dieser Halle da draußen. Das ist die Einspeisegeschichte über die Bluetti. Das ist der Umschalter. Das heißt, wir haben diesen Hager SFT 440 mit 40 Ampere da eingebaut. Wenn nach unten die Schaltstellung nach unten ist, werden wir über die Bluetti gespeist. Dann habe ich die Mittelstellung und dann habe ich die Notstrom. Dann habe ich die Netzstellung. Was ist jetzt so besonders dran? Naja, jeder, der sich bis jetzt mit der Thematik da schon auseinandergesetzt hat, wenn es normale Powerstations waren, wie hat man von der Powerstation raus in das Netz einspeisen können? Die Thematik mit IT-Netz und TN-Netz haben wir schon hinreichend erklärt. Aber das Problem war, man hat ja aus der Maschine oder aus allen Maschinen über das Schuko-System nur 16 Ampere entnehmen können. Und 16 Ampere für das ganze Haus ist ein bisschen schwach auf der Brust. Da habe ich jetzt einphasig 32 Ampere. Mit den zwei Geräten habe ich jetzt praktisch 5000 Watt Powerleistung, hat gute 3 Kilowattstunden, 3072 Wattstunden. Ich glaube, weiß gar nicht, wie viel man dranstecken kann, wenn da 2, 3, 4 Stück dran sind, kommt man schon in einen Bereich, wo man echt richtig gut was anfangen kann. Wie gesagt, zu diesen Daten müsst ihr euch das andere Video, das ich unten verlinkt habe, anschauen. Da gehe ich auf die speziell ein. Da geht es mir jetzt in erster Linie um diese Schaltung. Ich habe jetzt die Unterverteilung mit dieser Einspeisevorrichtung so gebaut, so neutral, dass man das in jede Unterverteilung, in jeden Zellerschrank irgendwie vorrüsten kann. Und man kann dann einpolig einspeisen oder auch dreipolig einspeisen, überhaupt gar kein Thema. Diese Definiererei vom IT aufs TN und so weiter, habe ich alles in diesem Adapterkabel. In diesem Adapterkabel da herum und da herunten einbaut. Und das zeige ich jetzt einmal kurz. Auf der einen Seite eine CE-Kupplung, eine dreiphasige CE-Kupplung. Da habe ich aber L1, L2, L3 gebrückt und Neutralleiter und Schutzleiter gebrückt. Auf der anderen Seite der dreiadigen Leitung muss jetzt von Bluetti dieser Adapter montiert werden. Man sieht das dreipolig. Und mit diesem Adapter bringen wir dann die 32 Ampere aus der Bluetti über diese Einspeisevorrichtung in die Hausverteilung.
Wo muss er angeschlossen werden? Die zwei Pole sind oben. Das rechte ist der L. Das linke ist der Neutralleiter. Und unten ist der PE. Außen an dem Kunststoff ist sehr schwer zu erkennen, sind die Symbole eingraviert, eingestanzt. L, ich glaube, da kann man es ganz gut sehen. Selbstverständlich ist dies jetzt ein Muster- und ein Probeaufbau. Man muss natürlich auf die Querschnitte achten. Wenn ich über diese Leitung tatsächlich 32 Ampere einspeise, kann ich nicht eine 1,5er Leitung nehmen. Dann muss ich halt schon unter Umständen ein 4 Quadrat nehmen. Ich persönlich empfehle sowieso ein 6 Quadrat, weil sich mit dem 6 Quadrat der Sticker unten leichter montieren lässt. Aber egal, auch da drin die Querschnitte, ganz klar, dass man das anpassen muss. Zu dem Thema mit diesem Notstromumschalter, der ist sehr, sehr klein, sehr, sehr günstig. Natürlich verlinke ich diese Produkte auch in der Videobeschreibung. Hat aber einen entscheidenden Nachteil: er hat diesen Neutralleiter nicht beim Schließen voreilend. Aber ich sehe das absolut nicht als notwendig, weil wenn ich heute bestimmte Notstromaggregate zum Beispiel, wenn ich mal die Bedienungsanleitung raushole und schaue das an, steht immer drin, nicht unter Last. Weder einschalten, noch trennen unter Last. Das heißt, wenn jetzt ich bin jetzt da auf diesem Notstrombetrieb, wenn jetzt ich umschalten will, dann gehe ich jetzt erst her und trenne die Last. Jetzt habe ich da drauf, auf diesem Schalter, wird keine Leistung mehr abgezogen. Das heißt, diese Kontakte, wenn ich schalte, ohne Last, besteht keine Gefahr, dass da irgendein Kontakt zusammenklebt oder irgendeine Aktion passiert, dass dann ein hängenden Neutralleiterverschiebung, irgendwie sichere Dinge, das gibt es so dann einfach nicht. Weil so eine Notstromeinspeisung kehrt neben diesem Zählerschrank oder neben dieser Verteilung irgendwie laminiert eine A4, eine Anleitung als erstes Last trennen, also separat diesen Vorgang auf Notstrom umschalten. Und das als zweite Option auf Netzbetrieb schalten. Dann muss man ganz klar hergehen, wenn man auf Netzbetrieb schaltet, ist die erste Position am Notstrom die Sicherung raus oder in dem Fall mit der, wenn man es mit der Blöte macht, die AC-Seite ausschalten. Dann kann man hergehen und kann das auf Mittelstellung schon beschalten, dann ist man von dieser Notstromgeschichte komplett weg. Die Sicherung, die FI von der Verbrauchsseite mache ich raus. Wenn ich jetzt mit diesem Schalter auf Netzbetrieb schalte wieder, da wird keine Last abgezogen, weil da ist ja der erste FI und da sind erste Sicherungen. Das heißt, jetzt schalte ich auf Netzbetrieb, funktioniert nach wie vor nichts. Jetzt schalte ich den RCD ein und jetzt die erste Sicherung, das ist das Licht da drin, und die zweite Sicherung ist das Licht da draußen. Es muss so eine Tafel, das muss unbedingt irgendwie vorgerichtet werden. Das, was man da macht, ist ja eine Bedienung einer Maschine, einer Anlage. Da muss man eingewiesen werden, da muss man unterwiesen werden, und nur dieses Personal, das da unterwiesen ist, kann und sollte das bedienen. Auch im Notfall in einem Haus muss man halt die Leute, die da hingehen, muss man halt unterweisen. Es ist ja nichts Kompliziertes. Und wenn man das sauber aufschreibt, laminiert, irgendwo an die Wand hängt, Nummer 1, 2, 3, sauber beschriften, die Tastendrucker, die Sicherung raus, dies ein, ist das ohne Probleme möglich. Und es ist natürlich mit so einem kleinen Schalter, finde ich wesentlich schöner, wenn man da außen irgendwie so einen großen Schalter machen muss. Oft kommt man gar nicht voll Platz. Ich finde es so besser. Wie gesagt, ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich selber nehme das für mich in Kauf. Offiziell heißt es, es muss eine andere Norm noch dahinter stecken. Der hat die meisten Normen erfüllt, dieser Schalter. Aber eben das voreilende Neutralleiters oder nacheilen, je nachdem, von welcher Richtung das man drauf schaut,
erfüllt er nicht. Aber ich sehe kein Problem, weil ich diesen Schalter immer lastfrei schalte. Und dann gibt es eigentlich, in meinen Augen, niemals die Möglichkeit, da irgendwie was kaputt zu machen. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was es braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe ein paar Produkte bestellt, wenn die da sind. Dann zeige ich eine Unterverteilung und einen Zählerschrank, wie man so einen bauen kann, mit dieser Einspeisevorrichtung, dass die einfach schon von Haus aus da ist. Man muss ja die nicht nutzen, aber man kann dann einfach ein Notstromaggregat, einphasig, dreiphasig oder auch so eine Powerstation-Geschichte einfach anstecken und kann bestimmte Dinge damit betreiben. Das war's von dem Video. Ich hoffe, es war einigermaßen nützlich. Lasst euch nicht verarschen, auch nicht von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, bitte euch. Servus.